In dem erfolgreichen Broadway-Musical Something Rotten stellen sich die beiden Hauptfiguren in einer bemerkenswerten musikalischen Fallstudie genau dieselbe Frage. Was in aller Welt sind Musicals? Das sind Theaterstücke, in denen der Dialog abrupt aufhört und die Handlung durch Lieder weiter transportiert wird. Durch Lieder? Ja. Das heißt, ein Schauspieler spricht seinen Text und dann fängt er aus heiterem Himmel zu singen an? Ja! So eine absurde Idee. Wem fällt denn sowas ein? Da stellt man sich hin und sagt was mit Sinn und dann singt man. Also nein, wenn da plötzlich irgendwer trällert, was hat das denn für einen Zweck? Wo regt einen das denn zum Nachdenken an? Außer dass man sich denkt, schnell hier weg. Erstaunlicherweise denkt das keiner. Aha. Und warum nicht? Ganz einfach. Es ist ein Musical. Ein Musical. Und nichts ist so fantastisch wie ein Musical. Gesang und Tanz und Lichterglanz mit eingebautem Happy End und Firlefanz. Glitzer, Glamour und ein Riesenensemble. Ob ich oder du, jeder braucht ab und zu ein Musical. Also ich weiß nicht, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Leute für sowas auch noch Geld ausgeben. Stell dir vor, es ist Samstag und du gehst am Abend groß aus in die Stadt. Mit einer Frau, wo vielleicht etwas läuft, wenn sie dich näher kennengelernt hat. Ihr könnt eine Tragödie sehen, doch wie anregend ist sowas schon. Oder ein altgriechisches Theaterstück mit viel Sex zwischen Mutter und Sohn. Wie wär's mit einem Drama, gespickt von Trauma und Leid? Oder ihr seht was, was entspannend ist und herrlich hirnbefreit. Dann geht ins Musical, ins Musical. Dann wird's danach für euch vielleicht ein Schmusical. Ein Lied erklingt, ein Pärchen singt, ein Frauenchor, der endlos lange Beine schwingt. Us-A's, Riesenspaß, immer Standing Ovations, geballte Magie, denn nichts ist so wie ein Musical. Manche sind lustig, manche sind ernst, manche sind monumental. Manche sind klein, manche müssen nicht sein. In manchen Musicals spricht man nicht mal. Wie? Man spricht überhaupt nicht? Richtig. Keiner redet. Der ganze Dialog wird gesungen auf besonders dramatische Weise. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Keiner redet. Und oft bleibt man auf einem Ton für eine sehr lange Zeit, damit wir, wenn ein anderer Ton kommt, es merken. Das macht man, um die dramatische Spannung zu erhöhen. Doch meistens sitzt man nur da und man fragt sich, könnt ihr nicht reden? Das klingt hundsmiserabel. Ich glaube, das betont man. Miserable. Also ich weiß nicht. Und sowas mögen die Leute? Nein. Sie lieben es! Und ist das nicht verständlich? Es gibt keinesfalls was Besseres als ein Musical. Oh, und das Beste habe ich dir noch gar nicht verraten. Fühl den faszinierenden Rhythmus, wie er dich durchdringt. Lass den Hintern kreisen munter, fröhlich und beschwingt. Alles in Ordnung? Ja! Ein Clip, ein Klapp, ein Schnipp, ein Schnapp. Dann geht der Stepptanz richtig ab. Tick, 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 tick.
Was machst du denn jetzt? Das nennt man Dance Break. Das gehört auch zum Musical. Die Leute auf der Bühne brechen in einen spontanen Tanz aus. Ha, führt das die Handlung weiter? Nein! Vertieft es die Charaktere? Eigentlich nicht. Warum machen die das dann? Weil es einfach geil ist. 5, 6, 7, 8. Come on! Wollen wir nicht in ein Musical, ein Krusical, nein, ein Musical, wo alles geht. Katzen tanzen auf einem Stuhl und die Frauen sexy cool und die Chorus Boys sind ziemlich schwul. Ein schimmerndes, glimmerndes, flimmerndes Musical. Manche Musicals sind sehr, sehr tiefgründig. Und das alles ist Musical, Musical. Ja, ein Musical für uns. Ein helles, grelles, lautes, schnelles, visuell sensationelles, überquellend originelles Musical. Ja, ein Musical. Jetzt habe ich verstanden. Ich will ins Musical. Ja! Ins Musical. Ja. Denn nichts ist so fantastisch wie ein Musical. Gesang und Tanz und Lichterglanz. Man sitzt mit offenen Augen, da ergibt sich ganz. USA's Riesenspaß, unbeschreiblicher Jubel. Aus ganz unerfindlichen Gründen wird jedes Publikum wild, sobald ein Tanz in Reih und Glied die ganze Bühne funktionieren so gut, dass man sie gleich nochmal spielen will. Ja. 5, 6, 7.